Wir befinden uns wieder im Hangar von FTL nach unserer grandiosen Schlacht beim letzten Mal im Plasmanebel oder Plasmagewitter. Und diesmal, wir sind wieder mit der gleichen Crew unterwegs, aber diesmal nicht auf der Darkstar One, sondern auf der Liberty. Wir könnten zwar auch jetzt mit dem freigeschalteten Energy Cruiser spielen, aber ehrlich gesagt finde ich da den Kestrel irgendwie ein bisschen cooler. Der hat zwar direkt von Anfang an Drohnen, auch eine Augmentation, aber ich finde den Kestrel Cruiser ehrlich gesagt cooler. Wir können ja hier nochmal gucken, hier müsst ihr ja stehen, was wir brauchen, um die zu unlocken. Hier für den Stealth Cruiser. Müssen wir den Engie helfen. Anscheinend für Mantis. Müssen wir den Mantis Kazakrplkilik überzeugen, uns zu helfen. Für den Föderationscruiser müssen wir den Boss besiegen. Das sollten wir schaffen. Irgendwann, hoffe ich. Der Slug-Cruiser müssen wir einen Slug überzeugen, uns etwas darüber zu erzählen. Der Rock-Cruiser müssen wir uns den Rockman beweisen. Für den Sultan-Cruisern müssen wir von den Sultan lernen und ja, diplomatisch vorgehen. Und der Unidentified Cruiser müssen wir zu einem unbekannten Sektor der Galaxie reisen, um diesen Transporter, um dieses Schiff freizuschalten. So, ich würde sagen, wir starten wieder und gucken, wie weit wir diesmal kommen. Das wissen wir ja, Tipp, was steht denn hier? Okay, ja, wir können hier die hier verschieben, um ja einfach um die neu anzuordnen. Alle wieder auf Position und losgejumpt. Wir haben direkt zwei Notsignale. Wir gehen erstmal zu dem ersten, da nach unten. Was finden wir denn hier? Ein Engie Scout. Die brauchen Fuel. Naja gut, wir sind ja gerade erst gestartet, das können wir dann noch machen. Oh, geil, wir haben direkt eine Waffe bekommen. Den Burst Laser. Nein, noch nicht jumpen. Erstmal gucken. Equipment, so, was ist der denn? Achso, der Burst Laser 2 ist das. Den haben wir jetzt zweimal. Okay. Das ist cool. Ja, das ist halt der gleiche wie den wir vorher hatten. Also, den wir auch schon haben. Cool, cool. Der hat ja einige Power. Da werden wir dann ja, unsere Waffensysteme wahrscheinlich upgraden werden. So, was ist denn hier los? Ein kleines Asteroidenfeld und ein Piratenschiff zwischen den Asteroiden gefangen. So, wir können entweder helfen oder zerstören. Gut, die können sich nicht verteidigen, das wäre ja fies. Sind zwar Piraten, aber helfen wir denen. Wir bekommen wieder zwei Fuel. Gut, immerhin. Dann jumpen wir mal weiter. Oh, wow, oh, oh, ein Asteroidenfeld. Hier waren wir ja noch nie drin. Ein Piratenschiff hat in dem Asteroidenfeld gewartet und greift uns sofort an. Gut, hier Danger, you're in an Asteroid Field. Immer in Abständen werden Asteroiden unser Schiff angreifen. So, die haben nur ein Schild, da sollten wir mit unserem einzelnen Burst Laser durchkommen. Oh, wow, wow, das ist echt knapp. Ah, wo geht die Ione hin? Schön auf die Schilde. Der
Asteroid. Der ging zum Glück daneben. Nein, wenn die uns schon... Die wollen wieder aufgeben, wenn die uns von hinten einfach so angreifen. Ah, jetzt habe ich schon wieder auf 1 gedrückt. Dabei wollte ich doch direkt... Ah. Verdammt. Schade, habe ich mal wieder Kacke gebaut. Aber jetzt müssen wir warten, bis wir komplett gecharged sind. Weil wir ja im Grunde immer noch angegriffen werden. Dann jumpen wir raus zum Store, raus aus dem Asteroidengürtel. Ein einziges Schiff, das uns begrüßt und ja, halt ein Shop. Hm, was brauchen wir denn? Eigentlich brauchen wir nichts. Zellen. Da will ich versuchen, dass wir den ans Laufen bekommen. Das heißt, wir gucken mal in den Chip rein. Wir brauchen auf alle Fälle Power. Und mehr können wir erstmal nicht machen. Nee. Aber wir können hier unseren Antrieb erstmal wieder, also auf volle Leistung bringen. Und jetzt müssen wir sparen. Wow, wow, das könnte knapp werden, weil wir müssen uns da unten lang arbeiten. Entschuldigung. Und was ist hier? Der Beacon wird von einem unbemannten Scout beschützt, oder der patrouilliert da und greift uns an. So, was machen wir? Wir gehen mit der 1, also mit der Rakete, schalten wir seine Schilde aus und ballern dann mit dem Burst Laser direkt hinterher auf die Waffen. So wie wir es ja schon ein paar Mal gemacht haben. So. Damit hat er nichts mehr, uns nichts mehr entgegenzusetzen. Schilde Schrott. Und Waffen sind auch am Arsch. Die kann er zwar jetzt vielleicht noch reparieren, aber das hilft ihm auch nichts mehr. Ein Schuss, ein Treffer. Und weg ist das Ding. Wir finden wieder ein bisschen Fuel. Das ist schön. Und wir gucken, ob wir für unsere Waffensysteme 2 Stück kosten uns insgesamt 85. Dann noch... das wird teuer, das wird teuer. Da müssen wir schön sparen. Und ich will ja auch die Schilde hochbekommen. Oder wir könnten dann zumindest uns einen weiteren Power holen. Dann können wir die Raketen auch zur Not mal ausschalten. Und mit beiden Lasern draufballern. So, natürlich durchsuchen wir das Asteroidenfeld und finden dort ein Piratenschiff. Mitten in den Asteroiden. Das könnte schon wehtun. Rakete auf die Schilde. Die Kombatdrohne, die wird uns ziemlich nerven. Weil die einfach immer unsere Schilde schrottet. So, hier müssen wir eigentlich nichts sehen. Natürlich hat es auch unser Waffensystem erwischt. Ich möchte mit der Rakete dann erstmal die, natürlich daneben geht, die Drohne ausschalten. Das ist miese. So, jetzt aber. Auf die Schilde. Das hat uns echt wehgetan. Oxygen, ja, das sollten wir noch überleben. Gut, der ist weg. Oh, eine Augmentation, also eine Erweiterung, hatten wir auch noch nicht. So, jetzt müssen wir erstmal hier reparieren. Captain da, du hier und du da. So. Und hier drauf achten, dass da gleich auch wieder Power drauf kommt. Nicht, dass uns die Leute da wieder abkratzen. Na, aber da
das müsste ja jetzt... Ja, ist gepowert. Alle erstmal in die Krankenstation heilen lassen. Oxygen füllt sich wieder auf. Gut. Alle wieder auf ihre Plätze. Wir müssen hier warten. Auch ein bisschen warten mit dem Oxygen. So, das muss reichen. Und weitergejumpt. Hoffentlich ist das hier nur ein ruhiger. Ja, ein ruhiger Beacon. Sehr schön. Da können wir uns hier noch ein bisschen erholen. Und gucken mal in die Augmentation. FDL Recharge Booster. Ja, unser FDL Drive. Also unser Überlichtgeschwindigkeitsantrieb. Ja. Füllt sich 25% schneller auf. Warum nicht? Was können wir denn jetzt hier? Eine Waffenenergie freischalten. Kaufen wir uns mal einmal schon. Dann könnten wir zum Beispiel hier einen rausnehmen. Naja, aber das brauchen wir ja noch nicht. Also wir lassen hier erstmal alles voll bepowert. Springen weiter Richtung Exit. Ich nehme mir ein Schlückchen zu trinken. Und ein kleines Rebellenschiff läuft uns über den Weg. Wenn sie nicht aufgeben wollen, dann müssen wir sie halt vernichten. Sie wollen nicht kämpfen und wollen wieder abhauen. Das gibt's bei mir nicht. Wie ist denn hier eigentlich die Charging-Zeit? Das müsste man gleich mal gucken, um abzupassen, damit ich weiß, ob... was denn... schneller lädt. Okay, die Artemis-Rakete lädt, glaube ich, ein Tickchen schneller. So, die haben nur noch 2 Leben. Das sollten wir überleben. Also... auf alle Fälle überleben wir das, aber sie dann leider nicht mehr. Nach der nächsten Burst-Salve. Und das war's. Keinerlei Probleme. Ah, okay, sie haben Gefangene transportiert. Und der Überlebende will bei uns mitmachen, um Rache zu üben. Ja, warum nicht? Wen haben wir denn da? Der Liu Jun. Ein Asiate, der ist doch bestimmt gut im Maschinenraum, im Maschinenbasteln. Also ab nach hinten und auf zum Exit. Das ist auch schön, wir haben ein weiteres Crewmitglied, haben jetzt auch unseren Antrieb bemannt. Und mal sehen, was denn hier ist. Rebellenschiff attackiert eine Tanke. Den Outpost müssen wir natürlich helfen. Der ist strategisch wichtig. Wir bekommen hoffentlich auch Tanke hier. Na, Öl, Benzin, da Treibstoff. Da haben wir es doch. So, was ist das für eine Drohne? Eine normale Combat-Drohne. Raketen auf die Schilde. Der Burst Laser. Mit dem gehen wir dann auf die Waffen. Und als nächstes auf die Drohnen. Sehr schön. So, nochmal auf die Drohne, damit die auch ja nicht rumnervt. Oxygen ist wieder repariert. Und du kannst hier mal die Krankenstation noch wieder auf Vordermann bringen. So, wir salvagen ein bisschen. Und der Außenposten ist uns natürlich dankbar. Gut, wir bekommen 2 Fuel. Aber immerhin etwas. Oxygen liegt bei 90, wieder steigend etwa.
sehr gut. Krankenstation sollte jetzt jeden Augenblick auch wieder fertig sein. Und wir gucken dann nochmal, was wir denn hier so machen können mit unseren 37. Auf alle Fälle eine Powerbar kaufen. Und wir könnten jetzt 3 Burst Laser. Ich möchte einfach mal das so sortieren. Dann haben wir die beiden Laser hier vorne und die Rakete da. Das sieht ein bisschen cooler aus. Und wir lassen erstmal die beiden Burst Laser. Und ich will gerade mal gucken, Equipment. So, was steht denn hier? Charge Time 12 bei beiden. Und die Rakete ist bei 11. Okay. Gut, ab in den nächsten Sektor. Okay, entweder Rock oder Piraten. Ist eigentlich beide scheiße. Hier können wir noch in den Nebel flüchten beim nächsten Mal. Ich denke, wir nehmen... ja, wir nehmen den Piratensektor. Mit denen hatten wir ja bis jetzt nie wirkliche Probleme. Okay, wir sind in einer isolierten Region, die im Chaos versinkt, dank der Rebellion. Aber selbst in Friedenszeiten ist sie immer von Piraten belagert und ja, hier sind viele Piratenflotten stationiert. Jesupi, und wir sind gerade in einem Nebel. Und wie wir uns in dem Piratensektor schlagen, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Also Leute, ciao!